Der deutsche Schäferhund war ursprünglich ein Hütehund. Noch heute kann man das an seinem Namen erkennen. Schäfer und Bauern waren die Züchter und ihr Zuchtziel war der treue und fleißige Arbeitsgehilfe. Ausdauer, Mut und Härte machten ihn zu einem vielseitig verwendbaren Gebrauchshund. Der Verein für deutsche Schäferhunde stellt deshalb als Hauptforderung an seine Züchter: Der deutsche Schäferhund muss auch weiterhin als Gebrauchshund gezüchtet und gehalten werden. Und diese Kleinen haben die besten Aussichten, einmal große Schäferhunde mit all jenen Eigenschaften zu werden, die bei einer gewissenhaften Zucht und Haltung zu erwarten sind. Dadurch werden die Voraussetzungen für den Fortbestand und die Weiterentwicklung dieser als Gebrauchshund weltweit geachteten Hunderasse geschaffen. Um den zu hohen Leistungen veranlagten deutschen Schäferhund als Gebrauchshund zu erhalten und züchterisch noch zu vervollkommnen, wurde der Rassestandard des deutschen Schäferhundes festgelegt, der die körperliche Beschaffenheit und die Wesens- und Charaktereigenschaften beschreibt. Aus laienhafter Sicht müsste es eigentlich genügen, dass für alle Verwendungsmöglichkeiten der Hund nur aussieht wie ein Schäferhund. Warum dieses Aussehen allein nicht genügt, der Hund vielmehr die anatomischen Voraussetzungen mitbringen muss, um diese Leistungen zu erreichen, wird dieser Film zeigen. Es ist die Aufgabe der Zuchtrichter und Chörmeister, aber auch der Züchter, sich den Hund genau anzusehen und zu beurteilen. Die Schwierigkeiten bei der äußeren Beurteilung liegen darin, dass den Augen des Betrachters viele Details des Skeletts durch die Decke und die Muskulatur verborgen sind. Die Muskulatur muss straff, trocken und gut ausgeprägt sein. Voraussetzung für kräftige, lange Muskeln mit viel Hubhöhe bietet das anatomisch korrekte Skelett. Kräftige Knochen, die harmonisch zusammenpassen, bilden das Knochengerüst. Beim gut aufgebauten Hund stehen sie im richtigen Verhältnis, und zwar in Lage und Länge zueinander. Kräftige Knochen und straffe Muskulatur bilden die Voraussetzungen für gute Leistungen. Nicht nur Rüden sind für die Zucht entscheidend, sondern auch kraftvolle, wesensfeste Hündinnen, denn sie gelten als die Trägerin der Zucht. Bei dem hohen Stellenwert der Leistung stellt sich die Frage, warum überhaupt eine Schönheitsbewertung, wenn es doch nur auf die Leistung ankommt? Die Antwort lautet: Diese Voraussetzung berücksichtigt der Rassestandard des SV, der weltweit Geltung hat. Der deutsche Schäferhund gehört zu den mittelgroßen Rassen. Die ideale Widerristhöhe beträgt 63 bis 64 cm für Rüden und 58 bis 59 cm für Hündinnen. Der Hund soll leicht gestreckt, das heißt im Rumpf etwas länger als die Widerrüsthöhe sein. Die Brusttiefe soll etwa 45% und die Laufknochen etwa 55% der Widerrüsthöhe betragen. Der Kopf soll der Körpergröße und dem Geschlecht entsprechen. Die Stirn ist von vorn und von der Seite gesehen nur wenig gewölbt. Der Oberkopf umfasst etwa 50% der gesamten Kopflänge. Der Fang ist kräftig. Die Lippen sind straff, trocken und gut schließend. Der Schäferhund hat ein Scherengebiss. Die Schneidezähne greifen scherenartig übereinander.
Das vollständige Gebiss hat 42 Zähne, 20 im Oberkiefer und 22 im Unterkiefer. Die Ohren sind mittelgroß, am Grund breit und hoch angesetzt. Sie laufen spitz aus und sind mit der Muschel nach vorn geöffnet. Die Farbe der Augen ist dunkel. Sie sind mandelförmig, etwas schräg liegend und sollen nicht hervortreten. Der Hals soll kräftig, mit gut entwickelten Muskeln und ohne lose Kehlhaut sein. Die knöcherne Grundlage bilden 7 Halswirbel. Der Rücken muss gerade und kräftig entwickelt sein. Er wird von 13 Rückenwirbeln gebildet. Die Lenden sollen breit, kräftig, gut bemuskelt und gerade sein. Es gibt 7 Lendenwirbel, die fest miteinander verbunden sind. Die Kruppe soll lang sein und im Winkel von ca. 23 Grad leicht abfallen. Sie wird gebildet vom Darmbein, 3 Kreuzbeinwirbeln, der Muskulatur und der Decke. Die Rute reicht im knöchernen Teil mindestens bis zum Sprunggelenk und soll nicht über die Mitte des Hintermittelfußes hinausragen. Sie wird von 18 bis 23 Wirbeln gebildet. Die Hinterhand muss kräftig und gut bemuskelt sein. Der Oberschenkel ist am oberen Ende über das Hüftgelenk mit dem Darmbein und am unteren Ende über das Kniegelenk mit dem Unterschenkel verbunden. Der Hintermittelfuß ist kräftig. Er ist durch das Sprunggelenk mit dem Unterschenkel verbunden. Der Hund soll leicht rückständig stehen. Das Schulterblatt ist schräg gestellt, in einer Neigung von ungefähr 45 Grad und liegt flach am Widerrist an, der von den Dornfortsätzen der ersten Rückenwirbel gebildet wird. Der Oberarm schließt sich etwa im rechten Winkel an. Das Schulterblatt und der Oberarm bilden, im Buggelenk verbunden, die Schulter. Es folgen das Ellenbogengelenk und der Unterarm. Dieser ist durch das Vorderfußwurzelgelenk mit dem Vordermittelfuß verbunden, in einem Winkel von ca. 22 Grad. Die Brusttiefe beträgt ca. 45% der Widerristhöhe. Die Unterbrust muss möglichst lang sein, um den inneren Organen genügend Raum zu bieten. Die Rippen sind leicht gewölbt. Es gibt 9 echte und 4 falsche Rippenpaare. Die Front ist gerade. Die Pfoten sind rund, kurz, gut geschlossen und gewölbt. Die Nägel kurz, kräftig und von dunkler Farbe. Der deutsche Schäferhund ist ein Traber. Er muss fähig sein, lange Strecken mit geringstem Kraftaufwand zu traben. Voraussetzung dafür ist ein dem Standard entsprechender anatomischer Aufbau, verbunden mit trockener und kräftiger Muskulatur. Der Mitteltrab ist die natürlichste Fortbewegungsart des Schäferhundes. Voraussetzung für raumgreifende Schritte ist die richtige Winkelung der Gliedmaßen. Nur durch eine richtige Winkelung der Hinterhand treffen die Hinterläufe auf die Trittsiegel der Vorderläufe oder sogar noch davor. Der Traber nimmt in der Bewegung eine annähernd waagerechte Haltung ein.
Die durch die Hinterhand eingeleitete Vorwärtsbewegung wird über Kruppe und Rücken auf die Vorhand übertragen. Deshalb sind Länge und Lage der Kruppe und ein kurzer, straffer Rücken für einen guten Traber von großer Wichtigkeit. Eine richtig gewinkelte Hinterhand und breite, gut bemuskelte Keulen befähigen den Hund zu einem kraftvollen Schub. Der Vorhand kommt die Aufgabe zu, die Bewegung nach vorn zu vollenden und den Körper aufzufangen. Entscheidend für größtmögliche Schrittweite ist die richtige Länge und Lage von Schulterblatt und Oberarm. Wirksamer Nachschub und freier Vortritt sind Voraussetzungen für fließende, raumgreifende Gänge. Wie sieht der Bewegungsablauf ohne Decke und Muskulatur aus?
Fehler in der Anatomie beeinträchtigen den harmonischen Bewegungsablauf. Zum Beispiel: Der Galopp ist die schnellste Gangart, er kann aber nur kurz durchgehalten werden. Beim Galopp handelt es sich um eine gesprungene Gangart, um ein mehr oder weniger schnelles Aufeinanderfolgen von Weitsprüngen. Sind gedachte Linien, die senkrecht zum Boden laufen. Nicht korrekte Stützlinien verlagern den Schwerpunkt des Hundes und daraus ergibt sich eine ungünstige Verteilung der Körperlast. Bei nicht geradem Verlauf der Stützlinien wäre die Abfederung der Gliedmaßen bei den verschiedenen Gangarten ungünstig beeinflusst. Wie man sieht, laufen die Stützlinien senkrecht durch die Gelenke. Eine gerade Knochenbildung ist Voraussetzung für einen sicheren Stand und eine einwandfreie Bewegung des Hundes. Der Schäferhund soll deshalb korrekte Linien haben, weil er nur dann fähig sein kann, lange Zeit zu stehen und ausdauernd zu traben. Dieser Hund steht hackeneng. Seine Stützlinien sind nicht gerade. Er steht und geht nicht korrekt. Sein Gang ist deshalb kreuzend und schwankend. Bei zu schmaler Brust werden die Ellenbogen angedrückt und der Vordermittelfuß nach außen gedreht. Er geht und steht zehenweit. Im Gegensatz dazu ein in Stand und Gang gerade tretender Hund. Seine Stützlinien sind korrekt. Die Überprüfung der Anatomie erfolgt auf den Zuchtveranstaltungen. Hierzu hat der Verein ein Schema vorgegeben, nach dem der Hund beurteilt und bewertet wird. Es beginnt mit der Überprüfung der Zähne. Die Tätowiernummer im rechten Ohr. Die Hodenkontrolle. Es folgt die Beurteilung der Größe, der Knochenkraft und des Gebäudeverhältnisses von Höhe zu Länge. Anschließend werden beurteilt Kopf, Widerrist, Rücken und Kruppe sowie die Winkelungen und Brustverhältnisse. Aus der Sicht von vorne, die Korrektheit der Front. Die Gangwerksüberprüfung
umfasst die Beurteilung der Schrittfolge von hinten, von vorn und den Trab. Für die Beurteilung des Trabes sind die Schrittweite und die Gesamtfestigkeit von Bedeutung. Ein weiterer Blick gilt den Ohren und der Rutenhaltung. Im Urteil sind die positiven und negativen Einzelkriterien zu erfassen. Das Abwägen dieser Einzelkriterien führt zu einem Gesamturteil, dessen Ergebnis die Zuchtbewertung ist. In der Hauptgeschäftsstelle des SV in Augsburg werden alle Bewertungen von Zuchtleistung und Körung registriert. Daneben sind eine Menge von administrativen Arbeiten zu erledigen. Etwa 60 Mitarbeiter sind für die vielfältigen Aufgaben in der Geschäftsstelle tätig. Rittmeister von Stefanitz gründete 1899 den Verein für deutsche Schäferhunde. Er legte als erster den Rassestandard des deutschen Schäferhundes fest, der noch heute gültig ist. Sein Werk zu erhalten, ist die Aufgabe aller SV-Mitglieder. Zu seiner Zeit wurden die Stammbäume noch mit der Hand geschrieben. Die wichtigste Aufgabe der Geschäftsstelle ist das Führen der Zuchtbücher, in denen die Wurfmeldungen von allen eintragungsfähigen Schäferhunden vermerkt werden. Die heutige Form der Ahnentafel ist das Rasse-Echtheitszertifikat, das vom VDH und der FCI weltweit anerkannt ist. Einen züchterischen Fortschritt brachte die Körung, die 1921 eingeführt wurde. Nach dem handgeschriebenen Stammbaum der Gründerjahre wird heute mit Hilfe moderner Technik Datenmaterial gesammelt, das für die Zucht leicht auswertbar ist. Über die SV-Zeitung versorgt der Verein die Mitglieder in aller Welt mit den neuesten Nachrichten und Informationen. Die Höhepunkte im Vereinsleben sind die jährlichen Hauptveranstaltungen. Das Bundesleistungshüten zeigt den Hund bei seiner ursprünglichen Arbeit bei der Herde. Besonders geforderte Eigenschaften des Hütehundes sind Ausdauer, Arbeitsfreude, Härte und Führigkeit.